Die erwartete Rendite eines Aktienfonds ist 5% mit einer Standardabweichung von 10 Prozentpunkten. Ein Tagesgeldkonto erwirtschaftet 1% Rendite. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwirtschaften Sie beim Fonds mehr als beim Tagesgeld? Wenn das Ganze als normal verteilt angenommen wird, die Rendite beim Aktienfonds. So, mit welcher, wie rechnen Sie das? Ja, bitte. 1 minus P von X kleiner gleich 0,01. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich, ich empfehle Ihnen, obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht, vermutlich. Okay, setzen wir erstmal an. Also das heißt, wir haben das Phi von 0,01, wenn Sie es in Prozenten rechnen, das ist mir gar nicht aufgefallen, ich hätte da sofort 1 genommen, aber egal, es dürfte keinen Unterschied machen. Phi von 0,01 und das Phi von 0,01, da müssen wir jetzt die Korrektur machen. Die Z-Transformation, wie geht das? Ja, bitte? Minus 0,05 durch 0,1. Aber mit dieser Wahrscheinlichkeit sind Sie bei den Aktien, beim Tagesgeld besser als bei den Aktien. Was müssen Sie jetzt noch machen? 1 minus. So, gut. Also, rechnen Sie das mal aus. Haben Sie dafür einen Näherungswert? Ja, bitte? Ungefähr 0,6554. Das ist doch ohne von 1 abgezogen. Ich hab alles gehört. Nee, aber das ist egal. Das dürfte etwas stimmen. Also die Zahl, die dürfte etwas stimmen. Ich rechne.